Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Mittwoch, dem 22. November. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ich habe heute wieder 10 Technik-News für euch vorbereitet. Es geht um die Republika, um Fusionen, um Verdi, um Kryptogeld, um Uber, um Google, um Samsung Gear S3, um Amazon Echo und den iMac Pro. Wir beginnen bei der Republika und da gibt es den Termin für das nächste Jahr. Die Republika findet nächstes Jahr von 2. bis 4. Mai 2018 statt. Der Call for Papers, also quasi die Möglichkeit, eure Vorträge dort einzureichen, hat gestartet. Ebenso ging gestern um 16 Uhr der Ticketvorverkauf los. Passenderweise auch der Tag, wo die dritte und letzte Welle für den kommenden Chaos Communication Congress endete. Wir gehen in die USA und gehen dort zu einer riesengroßen Übernahme. AT&T will ja dort Time Warner übernehmen für 108 Milliarden US-Dollar. Jetzt schaltet sich das Justizministerium ein und reicht Klage gegen diese Übernahme ein. Es sei schlecht quasi für das Kartell, beziehungsweise halt im Kartellrecht nicht entsprechend passend. Dementsprechend, ja, man klagt und ja, Donald Trump hat sich ja bereits schon negativ geäußert gegen diese Übernahme. Bleibt abzuwarten, was rauskommt. AT&T hat beschlossen, da wirklich jetzt mit anwaltlicher Kraft quasi dagegen vorzugehen und man rechnet sich gute Chancen vor dem Gericht aus, dass man diese Übernahme doch durchführen darf. Wir kommen zu Verdi und gehen nach Deutschland. Aktuell findet ja die Amazon Cyber Week statt und dort hat Verdi jetzt wieder mit Streiks gedroht. Im Endeffekt dauern diese Lohnstreiks bereits 4,5 Jahre an. Es ist ein Dauerkonflikt, der eben seit Mitte Mai 2013 geht. Es geht um über 12.000 Festangestellte des US-Konzerns. Ja, in der Weihnachtszeit kann man wieder davon ausgehen, dass Streik stattfindet. Werden Ausweichmöglichkeiten in anderen Ländern quasi für die Versandzentren gäbe es genug, aber auch dort könnte man mit Streiks rechnen, könnte also wieder passieren, dass Amazon-Pakete vielleicht nicht rechtzeitig dort ankommen, wo sie denn ankommen sollen. Wir kommen zu Kryptogeld und dort gab es einen Hack, und zwar einen Hack bei Tether. Das ist quasi eine chinesische Firma, zumindest eine Firma aus dem asiatischen Raum, die eine Kryptowährung ausgegeben hat. Dort wurden jetzt 31 Millionen US-Dollar dieser Kryptowährung entwendet, eben weil Tether quasi gehackt wurde. Das Hongkong-Unternehmen hat jetzt mit einem Update reagiert. Auf der anderen Seite werden sie jetzt auch einen Hardfork ihrer Währung durchführen. Dementsprechend ist die alte Währung quasi nichts mehr wert. Und ja, die Räuber werden wahrscheinlich nicht großartig viel damit anfangen können. Anzunehmenderweise werden die allerdings ohne dich schon transferiert haben bzw. in eine andere Währung konvertiert haben. Dementsprechend, wie viel das tatsächlich nutzt, ist immer so eine Sache. Das ist eben auch immer die Gefahr von Kryptowährungen. Wenn es da mal einen Hack gibt oder man sein Wallet verliert, dann ist die Kohle eben leider tatsächlich dann doch wieder weg. Wir kommen zu Uber und gehen in den hohen Norden. Warum das Ganze? Uber hat bei Volvo einen ganz großen Auftrag abgegeben. Man möchte 24.000 autonom fahrende Taxis bei Volvo kaufen. Passieren werden die auf dem Volvo XC60, es ist die Volvo 90er Reihe, ausgeliefert werden sollen die bereits ab 2019 bzw. 2020 soll der Auftrag dann vollkommen ausgeführt sein. Wir kommen zu Google und die haben wieder ihre Impact Challenge gestartet. Da geht es darum, dass Firmen mit sozialer Verantwortung quasi ja, sich Gelder sichern können. 4,5 Millionen Euro will man insgesamt ausschütten, wenn man also quasi ein soziales oder gemeinnütziges Projekt hat, das mit dem Thema Digitalisierung zu tun hat, kann man sich dann entsprechend an Google wenden. Wir bleiben bei Google und mit dieser Impact Challenge spielen sie ja die Guten. In Wahrheit ist auch wieder etwas unter Anführungsstrichen Böses rausgekommen. Die neuen Google-Betriebssysteme sammeln auch trotz abgeschalteter Ortung quasi, also trotz abgeschalteter Standortdienste, Daten und übermitteln diese an Google. Was für eine große Überraschung. Wir kommen zu Samsung und die haben ein Update für ihre Gear S3 ausgerollt. Die Uhr beruht ja nicht auf Android Wear, sondern auf Tizen. Und dort hat man mit einem Update jetzt einerseits ein bisschen nachgebessert, betrifft vor allem die Pulsmessung. Auf der anderen Seite gibt es ein paar neue Features, die unter anderem die Steuerung mit der für die S3 sehr charakteristischen Lünette ein bisschen verändern sollen. Schön, dass es bei Samsung da auch noch Updates gibt und ein bisschen weitergeht. Wir kommen zu Amazon, wir hatten die ja heute schon, die haben aktuell die Cyber Week. In den USA gibt es ein neues Gerät, mehr oder minder zumindest. Der Amazon Echo in der neuen Generation wird jetzt auch als Product Red Variante angeboten. Das heißt, für den Kunden ändert sich nichts, außer dass das Stoffgehäuse jetzt quasi in Rot erhältlich ist. Aber $10 des Umsatzes gehen immer pro Echo
an die Product Right Foundation und kommen so dem Kampf gegen AIDS zugute. Wir schließen mit einer Meldung von Apple. Dort gab es ja letzte Woche die Verschiebung des HomePods. Jetzt gibt es eine neue News zum iMac Pro. Der wurde noch nicht verschoben. Die News ist eine ganz andere. Apple wird dort das erste Mal einen vollwertigen iPhone- bzw. iPad-Prozessor einsetzen. Der A10 Fusion aus dem iPhone 7 wird das sein. Wofür der dann wirklich verantwortlich ist, ist noch nicht ganz raus. In der Software gibt es mal Hinweise dafür, dass er quasi für Siri verantwortlich sein wird, also das Gerät auch per Hey Siri reagieren und steuerbar sein wird. Was er dann tatsächlich aber noch für Aufgaben übernimmt, wird sich zeigen. Nur deshalb einen unter Anführungsstrichen sehr teuren und leistungsfähigen Prozessor einzubauen, wird sich wahrscheinlich nicht auszahlen. Das war's mit der heutigen Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis bald. Ciao. Hört mehr Geek Talk.